Du Verena, nach der Schule mache ich ja meinen Grundwehrdienst beim Bundesheer. Da habe ich ja noch voll viele Fragen dazu. Weißt du, wenn man das beantworten kann? Ja, klar, das Heerespersonalamt hat ja auch einen Stand da auf der Best. Echt? Da muss ich gleich hin. Na, Feli, warte, wir müssen weitermachen, die Julia ist eh drüben. Nicht nur für den Felician, sondern auch für alle anderen Militärbegeisterten sind wir da jetzt beim Stand vom Bundesheer, wo uns jetzt das Bundesheer etwas genauer erläutert wird. Was kann man da alles machen? Ja, schönen guten Tag einmal. Bei uns können wir die Karriere beim Bundesheer ansprechen. Die Möglichkeiten hätten wir, eine Karriere beim Bundesheer zu machen, Richtung Offizier zu gehen mit Matura. Das dauert 4 Jahre. Oder man kann die Unteroffizierslaufbahn einschlagen, da dauert die Ausbildung 1,5 Jahre. Man kann auch eine Spezialeinheit besuchen, das heißt eine KPE-Einheit. Da gibt es so 3 Jahresverträge, den kann man auch verlängern oder auch wieder in die Privatwirtschaft gehen. Den Grundwehrdienst könnten wir anschneiden, das heißt, man kann sich auch aussuchen, wo man einrücken möchte. Bei der Musterung erfährt man das eh alles. Und dann gibt es noch Spezialeinheiten, so wie Militärpilot zu werden, das Jagdkommando, Militär, Polizei. Also es gibt viele Waffengattungen beim Bundesheer, weil alle schauen aus wie Soldaten, aber jeder macht da spezifisch was anderes. Okay, und was gefällt Ihnen persönlich am besten am Bundesheer? Mir gefällt ganz gut die Abwechslung. Ich war 30 Jahre Fahrschullehrer für Räder, für Panzer, Motocrosslehrer, also actionreiche Zeit. Und jetzt bin ich eben da beim Heerespersonalamt. Also es ist nie langweilig. Es gibt immer neue Aufgaben. Okay, also das Bundesheer allein hat schon ein sehr großes Spektrum. Ja. Wo kommt das Bundesheer nachher überhaupt so zum Einsatz? Hauptaufgabe ist die Landesverteidigung. Für das wird man ausgebildet. Natürlich in der Öffentlichkeit versteht man oft einmal, okay, Katastrophenschutz. Da sieht man sie am meisten. Mit Soldaten sieht man nicht öfter und nicht oft, aber wenn es zum Einsatz kommt, dann sind sie da. Oder Cyberkriminalität, es wird das alles abgefangen von außen und alles diese Dinge, was man nicht wirklich sieht und greifbar ist, da ist das Bundesheer im Einsatz. Okay, und welche Voraussetzungen braucht man so, um sich beim Bundesheer bewerben zu können? Die Voraussetzungen körperlich, psychologisch, gibt es einen Aufnahmetest, eine Eignungsüberprüfung. Wenn man da schon sieht, das Gepäck, es ist alles beschwerlich, also muss man körperlich einmal fit sein. Und das wird vorher mal so grob getestet, ob man die Fitness hat und die psychologische Eignung. Und dann geht die Karriere praktisch los. Okay, danke vielmals für den Einblick. Jetzt geht's gleich weiter zum nächsten Stand. Ja, endlich bist du wieder da. Wo warst du so lang? Ja, beim Herkommen noch voll den interessanten Stand von einem Finjong gesehen. Und da ist gerade unser Kamerateam dort. Hallo, mein Name ist Jasmin Kulturer. Ich bin Lehrlingsbeauftragte bei Infineon Österreich und somit zuständig für vor allem die Lehrausbildung bei uns am Standort in Villach, Elektrotechnik, Metalltechnik. Sind aber auch heute hier vertreten mit der IT, Applikationsentwicklung, Coding. Und wir wollen einfach uns vorstellen, die Möglichkeiten, die Infineon bietet in den Bereichen, wo sich junge Menschen ausbilden lassen können mit den ganzen verschiedenen Möglichkeiten, die eben bei Infineon gegeben sind. Super. Und wir haben heute auch noch einen Lehrling da. Hörst du auch mal bitte die vorstellen? Ja, ich bin Timo Fugger. Ich mache die Lehre bei Infineon. Bin jetzt im 3. Lehrjahr. Ich mache die Lehrausbildung Elektro- und Metalltechnik, eben mit der Matura dabei auch. Also es ist, als würde man in die HTL gehen. Ich habe meine Matura, ich habe meine Ausbildung und ich werde bezahlt auch noch. Und ja. Super. Und dann haben wir noch einen. Bitte stell dich auch vor. Ich bin der Hermann Draninger, ich bin von der IT in Klagenfurt. Wir haben in Klagenfurt das IT-Headquarter, bilden auch seit neuestem Lehrlinge aus. Und wir sind in Klagenfurt 500 Leute, sogar in der IT. Das möchte man nicht für möglich halten, das weiß fast kein Mensch. Gell? Und wir suchen immer junge, talentierte Leute, die uns weiterhelfen bei unserer Verwaltung und Entwicklung für tolle, coole Programme für die Chips-Produktion. Super, mehr hast du vielleicht irgendwen, der was noch nicht weiß, ob er Lehrling sein soll oder Schule gehen soll, irgendwas mitgeben? Eine Lehre ist super, weil man kann wirklich in der Schule, in der HTL zum Beispiel, ist meistens alles theoretischer. Wenn man es mag, Sachen anzugreifen, wirklich in der Praxis, wirklich schon irgendwas tun und nicht nur die ganze Zeit in der Schule zu sitzen, einmal richtig was anpacken will, dann darf ich mich sicher für eine Lehre entscheiden. Ich kann auch einen Tag in der Woche in Kärnten gratis in der Schule sitzen, also ich muss selber nicht die Matura zahlen, so wie in anderen Bundesländern. Und ich kann die Matura gratis machen und das ist ein super Angebot. Feli, da sitzen wir bei auf der Bank. Und ich muss echt sagen, dass das Bankwesen eigentlich echt interessant ist. Aber was kann ich da eigentlich alles machen? Da gibt es viele Sachen, die du machen kannst.
Aber mehr erfahren wir beim Stand der Sparkasse. Zuerst möchten wir natürlich wissen, wo sind wir hier gerade? Auf der Best in Klagenfurt, bei dem Stand der Kärntner Sparkasse AG. Und was gibt es da alles so zu entdecken hier? Ja, wir informieren euch über die Kärntner Sparkasse und über die Möglichkeiten im Beruf bzw. bei den berufspraktischen Tagen mit der Kärntner Sparkasse und was ihr alles bei uns machen könnt und was ihr alles bei uns bekommt. Und welche verschiedenen Berufe gibt es eigentlich bei einer Bank? Also da gibt es ja natürlich verschiedene, nehme ich mal an. Ja, also es gibt den klassischen Kundenberater, glaube ich, oder die klassische Kundenberaterin. Service, also sprich der Umgang mit Bargeld, Valuten, also oder Edelmetalle, Gold. Also es gibt verschiedene Bereiche auch in einer Filiale. Man kann ja im Vertrieb arbeiten. Das sind dann in den Filialen draußen bei den Kundinnen und Kunden zu sein. Also wirklich wie der klassische Kundenberater halt ist oder der Servicemitarbeiter oder die Servicemitarbeiterin und die Führungskraft. Und dann gibt es eben auch noch den Betrieb, also Backoffice, was auch noch alles so eine Bank mit sich bringen muss. Genau, da gibt es eben den Betrieb, da gibt es verschiedene Abteilungen und das reicht eben von der Personalabteilung, Marketingabteilung, Rechnungswesen oder Revision. Also es ist bei uns alles dabei. Es muss nicht immer der typische Bankkundenberater oder Beraterin sein. So kann man sagen, wirklich sehr umfangreiches Arbeitsfeld. Auf jeden Fall. Super, Dankeschön. Danke. Unser Freund und Helfer, die Polizei, ist ja auch mit am Stand vertreten. Und der Beruf des Polizisten ist ja sehr vielfältig. Schauen wir mal eine. Wir befinden uns da jetzt aktuell bei unserem Freund und Helfer beim Stand der Polizei. Und uns wird jetzt ein bisschen genauer erklärt, was man da alles machen kann. Ja, also die Karrieremöglichkeiten bei der Polizei sind sehr vielfältig. Alle beginnen eigentlich bei uns gleich. Also alle machen die Grundausbildung in der Polizeischule, die 2 Jahre dauert. Und wenn man dann fertig ist, ist man Streifenpolizist und absolviert seinen Streifendienst, seinen Außendienst auf einer Polizeiinspektion. Ja, und nach dieser Zeit kann man sich für sehr viele Sonderverwendungen bewerben und für sehr viele Ausbildungen, weiterführende Ausbildungen absolvieren. Also man, je nachdem, was einen interessiert, ja, interessiert dann zum Beispiel der Kriminaldienst, ja, oder interessiert dann der Verkehrsdienst. Will man zur Einsatzeinheit, das sind die Kollegen, die zum Beispiel bei den Fußballspielen stehen oder bei den Demonstrationen, oder will man die Karriereleiter erklimmen, also will man so weiterführende Ausbildungen absolvieren zur mittleren Führungsebene oder will man mal Offizier werden, also das ist ein Fachhochschulstudiengang bei uns. Die Karrieremöglichkeiten sind sehr vielfältig und ja. Also es gibt auch bei der Polizei eine sehr große Auswahl, was man dann auch machen kann. Welche Voraussetzungen braucht man, um sich überhaupt bewerben zu können bei der Polizei? Man muss einmal das 18. Lebensjahr vollendet haben, man muss österreichischer Staatsbürger sein und man braucht einen einwandfreien Leumund, also man sollte keine Vorstrafen mitbringen, wenn man sich bei der Polizei bewirbt. Und was gefällt Ihnen an Ihrem Job am besten? Es ist eben gerade diese Vielfältigkeit, dass man jetzt, wenn man eine Ausbildung absolviert hat, nicht gezwungen ist, dass man sein Leben lang dasselbe macht, sondern man kann sich immer weiterbilden und man kann sich ja immer umentscheiden. Ja, es ist viel möglich. Okay, danke vielmals für den Einblick. Jetzt geht's weiter zum nächsten Stand. Aber wer steckt eigentlich hinter der Verwaltung der Polizei? Wir waren für euch beim Stand des Bundesministeriums für Inneres. Wir sind jetzt natürlich wieder weitergegangen und wo sind wir jetzt gerade? Wir befinden sich am Stand des Innenministeriums, was für viele vielleicht verwunderlich ist, aber wir sind heute da, weil wir uns vorstellen möchten. Wir sind das Innenministerium mit der Zentrale in Wien, grob zuständig für die zentrale Gewährung der Sicherheit im Land. Unter anderem ist ein großer Teil unseres Aufgabenbereiches bzw. der Zuständigkeiten die Polizei, was auch hinter uns genau den Stand hat, möchten uns heute da vorstellen, wer seien wir. Wir sind nicht nur ein Ministerium, sondern wir sind wirklich die Sicherheitsverwaltung dahinter quasi, möchten gerne junge, neue Leute anwerben, was ein bisschen einen frischen Wind reinbringen, wo man sagen, wir sind nicht nur Bundesdienst, sondern wir sind so viel mehr. Wir haben wirklich ganz viel Lehrberufe, Abteilungen, wo man sich vervielfältigen kann, deswegen auch unser Motto, was auch hinten überall quasi auf den Flyern und überall draufsteht, entfalte deine innere Vielfalt. Es ist Bundesdienst, nicht nur Bundesdienst, sondern wir haben wirklich sehr viel mehr zu bieten und genau deswegen sind wir auf der Best.
Ein weiteres Beratungsangebot findet ihr beim Stand der WKK und unsere Reporter sind live dabei. Wo sind wir hier? Also wir sind von der Wirtschaftskammer Kärnten und zwar vertreten wir die Bildungspolitik, die Lehrlingsstelle und das Angebot vom WIFI zur Weiterbildung und das Testcenter Carinthia. Und worüber kann man sich denn da dann genau informieren? Also genau, über das Angebot vom WIFI, über das Angebot vom TCC. Lehrer mit Matura wird jetzt ganz stark nachgefragt hier auf der BEST und auch sonstige Informationen rund um die Lehre. Viele wissen noch gar nicht, wie viele Lehrberufe es gibt. Es sind 228. Genau. Also allgemeine Informationen rund um die Lehre gerne bei uns abholen jederzeit. Also wenn es Fragen gibt, auf jeden Fall vorbeikommen. Genau, gerne. Super, Dankeschön. Ohne die Kellag war es da in der Halle, glaube ich, ziemlich finster, Verena, oder? Ja, und die Kellag muss richtig spannende Jobangebote haben. Wir waren für euch dort. Ja, Martin Ernstein ist der Name und ja, wir sind da jetzt an einem Kellag-Stand. Ja, und ja, wir suchen da zukünftige Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und ja, bieten eigentlich von der Lehre bis zum Praxissemester, Ferialpraktika eigentlich alles an. Super. Bieten Sie auch Ferialpraktiken an? Genau, ja, Ferialpraktiker gibt es bei uns die Möglichkeit, eben im Juli, August, September zu machen an unterschiedlichen Standorten. Zentrale ist in Klagenfurt. Wir haben aber eben zum Beispiel St. Veit, Völkermarkt, Wolfsberg, Villach, Spital auch die Möglichkeit für Praktika. Das klingt super. Und welche Fähigkeiten muss man mitbringen? Ja, es kommt darauf an, natürlich welche Fachrichtung von der HTL oder von der Ausbildung ihr macht. Ja, wir haben unterschiedliche Bereiche, angefangen von Elektrotechnik bzw. im kaufmännischen Bereich, Marketing etc. Ja, Elektrotechnik, Energietechnik, Bautechnik, also da ist wirklich ein breites Portfolio, was wir anbieten. Ich bin heute mit dem Zug gekommen und du, Felicia? Ja, ja. Aber es muss ja bei der ÖBB noch mehr spannende Berufe als nur Zugführer geben, oder? Ja, sicherlich. Und unser Reporter-Team war dort. Also ich bin der Fabian, ich mache den Lehrberuf Speditionskaufmann bei der Rail Cargo Group in Fürnitz und ich transportiere den Güterverkehr. Also ich bin der Felix, ich bin vom Personenverkehr, ich mache die Lehre zu Bahnreise- und Mobilitätsservice und habe immer mit Kunden zu tun, also Kundenkontakt. Das hört sich ja schon mal interessant an. Was habt ihr denn so Chancen für die ÖBB, was ihr weiterempfehlen könntet? Wir haben sehr viel, wir haben jetzt gerade den Generationswechsel. Das heißt, es ist sehr gut, wenn neue, junge Leute kommen. Also es ist eine sehr gute Chance, dass wir da eine kommen. Ja. Also wir haben viele freie Lehrberufe, eben wegen dem Generationswechsel und auch gute Aufstiegschancen, weil es unsere Firma uns sehr viel Fortbildungen und Weiterbildungen fördert. Was würdet ihr denn Jungs und Mädchen da draußen, die was noch nicht wissen, ob sie ein Lehrling sein wollen, oder ob sie in die Schule gehen wollen, was würdet ihr da weitergeben an die? Geht zu schnuppern, egal wo, es muss euch nicht immer gefallen, es ist auch gut, wenn euch was nicht gefällt, wisst ihr auch, einfach sehr viel interessieren und dann Ende des Jahres weiß man Bescheid. Probiert einfach alles aus, die ÖBB ist eine große Firma, wir haben viele verschiedene Bereiche, da ist sicher für jeden was dabei. Eines der größten und bekanntesten Unternehmen in Kärnten ist Glock. Stimmt, und die haben auch einen Stand da auf der Bildungsmesse. Mein Name ist Helmut Jesenko, ich vertrete die Firma Glock, ich leite die Glock Academy. So wie es der Name schon sagt, Academy, wir beschäftigen uns mit Lehrlingsausbildungen. Wir sind ein recht großes Unternehmen, aber noch nicht so lange in der Lehrlingsausbildung tätig. Wir bieten mehrere Varianten an Lehrberufen. Wir haben drei Kerngebiete, einmal den Fertigungsmesstechniker, der ist im Qualitätsbereich beheimatet. Dann haben wir den Metalltechniker mit Hauptmodul Zerspannungstechnik und noch die Doppellehre Elektrotechnik und Mechatronik. Okay, das klingt ja schon mal super. Bietet ihr vielleicht so ein Ferialpraktikum an oder so, dass man bei euch mal schnuppern kann? Bei uns gibt es berufspraktische Tage, man kann sich einfach anmelden und dann kann man die drei Lehrberufe natürlich erschnuppern. Wir bieten auch Praktikas für HTL-Absolventen an, also wir haben eine starke Kooperation mit der HTL Ferlach, wo halt die Kandidaten sich bei uns melden können und ihr Praktikum abliefern können.